Yo, Leute, mein Gott, mein Kabel ist schon wieder am Nerven. Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Leute, heute, was wir in diesem Video machen, ist einfach zu krank, Leute. Ich habe gerade auch fast gestreamt, Leute. Tut mir leid, ich heute, gerade jetzt abends nicht so lange gestreamt hat, Leute. Es tut mir leid, weil es einfach im Tierskin-Contest nicht mehr zu machen. Auf jeden Fall, Leute, ich muss euch was sagen und das muss ich jetzt nochmal dringend sagen. Morgen, Leute, ich habe ja in die Beschreibung und ja geschrieben, dass jeden Tag mein Stream snipe. Wann kein Stream kommt, wann ein Video nur kommt, habe ich immer geschrieben. Und morgen habe ich geschrieben, 15.30 Uhr oder 16.30 Uhr kommt ein Stream, aber da kommt leider kein Stream. Morgen kommt kein Stream, Leute, weil ich im Krankenhaus bin, Leute. Also ich muss mich operieren. Solche Sachen machen, Leute. Also morgen kommt auf jeden Fall kein Stream, Leute. Tut mir sehr leid, Leute. Aber ich schätze, am Donnerstag wird dann auch keiner kommen. Ich schätze, am Freitag sehen wir uns wieder, Leute. Dafür morgen kommt auch gar nichts auf meinen Kanal. Ich schätze, nur am Donnerstag kommt ein Video, Vlog auf jeden Fall, Leute. Und nochmal ein Fortnite-Video. Zwei Videos, glaube ich, bin mir sicher. Am Freitag kommt wieder ein Stream. Ich schätze, 16 Uhr rum. Am Samstag kommt auf jeden Fall noch zwei Streams oder drei und ein Video auf jeden Fall noch. Und am Sonntag kommt ja Hunger Games, Leute, der erste Teil. Ich bin mir sicher, Leute, es haben jetzt vier zugesagt, Leute. Juli, Michi auf jeden Fall, Leute. Grüße genauso an dich, Leute, Michi. Leute, ihr könnt auch gerne in Hunger Games mitmachen. Also Juli, Michi, und noch welche, sag ich jetzt nicht, Leute. Ja, Leute, wird auf jeden Fall, ich werde am Samstag eh noch ein Video hochladen, Leute, und da sage ich alles, wer am Sonntag dabei ist, Leute. Der erste Hunger Games Teil auf meinem Kanal, YouTube-Kanal, Leute. Auf jeden Fall, jeden Sonntag 15.30 Uhr gehe ich dann live. Um 17 Uhr geht es dann immer los, Leute. Ich muss mal gucken. Leute, jetzt viel Spaß mit dem Vlog. So, Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Vlog heute auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Es ist auch eigentlich spät abends, kann man sagen. Wenn wir mal jetzt auf jeden Fall reingucken, da sieht man eh nichts raus. Hier nur schwarz, Leute. Also auf jeden Fall nichts für uns, Leute. Ist zu dunkel, Leute. Und heute, was wir mit diesem Video machen, ist einfach zu krank, Leute. Auf jeden Fall, wir werden... Ich will es ja nicht, nein, ich will es nicht ganz sagen, Leute. Am Samstag, Leute, da kommt der... ich muss auch sagen, am Samstag, ich will es nicht sagen, eigentlich wollte ich am Freitag sagen. Aber Leute, weil ich irgendwann bin, sage ich es am Dienstagabend, Leute, schon. Leute, am Samstag werde ich genau um 10 Uhr streamen, Leute. Und dann werden wir was richtig... Ich sage, am Donnerstag... kommt das Video raus, wo ich sage, was am Samstag Krankes passieren wird, werde ich auch im Video reinschneiden. Es ist zu krank. Ich kann nicht mehr reden, auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall, ich sage jetzt eins, Leute. Am Donnerstag wird das Video ganz um 17.30 Uhr oder 18 Uhr rauskommen, Leute. Und dann sage ich in diesem Video, was die beste Überraschung ist am Samstag, Leute. Ich habe jetzt auch ein bisschen gesagt, Leute. Und dann wird es einfach zu krank. Ich werde auf jeden Fall am Samstag kommt auf jeden Fall das erste Gamers-Vlog, schätze ich. Ich muss mal gucken, Leute. Und ja, Leute, was wir heute in diesem Video machen wollen, Leute, wir haben ja... Im letzten Video habe ich ja meinen Namen geändert. Ich werde jetzt nicht meinen Namen ändern, sondern, Leute, nichts. Nur pupsen, Digga. Weil das gerade einer beigetreten, Leute. Hallo? Ja, Leute, auf jeden Fall, da ist gerade einer beigetreten und ich muss leider gehen. Ich habe meine Gruppe verlassen, aber erzähl das niemand. Mir doch was erzählt, Leute. Und Leute, wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann aber abonniert auf Ehrenbruder-Basis, Digga. Und like dieses Video. Kuss geht raus. Und folgt mir auf Insta. Ich heiße Alexi. Bexi unterstrich unterstrich 10. Boom! Boom! Leute, natürlich, Leute.
ihr beste Mannschaft. Hier auf jeden Fall, Leute. Das ist die das ist die beste Mannschaft. Leute, warte mal, was hier für eine schlechteste Mannschaft drin ist. Wenn wir jetzt dieses Ding umdrehen, sehen wir das da. Das ist die schlechteste Mannschaft. Und wenn die 2 zusammenspielen, dann, ich sag, tippe 4-2 tippe ich bei Dortmund. Klar, die Haaland. Und ich schätze. Er will Tore machen. Das ist ja selbstverständlich. So, Leute, auf jeden Fall, ich muss jetzt runter. Ich habe auch riesen Hunger, Leute. Ey, was ist hier los? Egal, schneiden. Ich will auf dieses Video nicht schneiden. Auf jeden Fall, Leute, jetzt kommen wir mal zum Hauptpunkt, was wir in diesem Video machen werden. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir das sehen, haben wir hier eine Tabelle und da werden wir alle Orte nennen, Leute. Was mein Tipp ist zu der Bundesliga. Leute, ich tue jetzt erstmal, warte, ich brauche einen Stuhl hier. Lass mal die Sachen hier weg, dann tue ich den Stuhl ein bisschen auf jeden Fall in den Traschen. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr im Geburtstagsstream dabei sein wollt, Leute, wenn ihr im Geburtstagsstream, ich werde dann ganz am 9. März, am Montag, werde ich einen Geburtstagsstream machen. Ich schätze so, ich werde leider am Dienstag, Leute, am 10. März werde ich streamen, Leute. Einen Tag nach meinem Geburtstag, Leute, weil mein Geburtstag ist Montag, Leute. Und das will ich nie, weil ich dann nie keine Zeit habe, Leute. Aber ist wurscht. Ja, Leute, auf jeden Fall werden wir jetzt hier in der ersten Bundesliga so die verteilen. Auf jeden Fall tun wir die jetzt hier mal zur Seite, sag ich mal. Ich hoffe, auf jeden Fall hier. Was? Gott, auf dem schwarzen Schirm. So, Leute, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seht natürlich alles noch. Schreibt auch gerne in die Kommentare. So, Leute, ich werde jetzt hier erstmal alle runterdressen. Gut, dann will ich die Tabelle erstmal zur Seite legen und ordnen mal diese hier. Schönen, guten. Ja, natürlich. Erste Bundesliga tue ich jetzt mal hier hoch, Leute. Das seht ihr jetzt nicht. Und ja, dann, Leute, das dauert jetzt eh ein bisschen, Leute. Ja, so, die zweite tue ich hier mal hin. Dass ihr Bescheid wisst, das hier. Leute, heute spielt auf natürlich Schalke, Digga. Leute, was tippt ihr über Schalke, Digga? Schalke wird so verkackt. Bayern wird heute rasieren, Digga, sage ich schon. Ich werde auf jeden Fall das Spiel ein bisschen angucken, Leute. Später dann. Ihr wisst Bescheid. Mama Mia. Ja, Union ist erste. Das haben wir natürlich nie vergessen. Wieder auf Ehrenbruderbasis ohne Maris, Dude. Dortmund ist natürlich zweite Liga. Natürlich das kann ich erst. Ich hoffe, es sind jetzt alle gut geteilt. Leute, jetzt werde ich auf jeden Fall meine Tipps. Und Leute, wir fangen natürlich mit der zweiten Liga an. Man kennt es. So, Leute, schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Plätze ihr bei der ersten und zweiten Macht hättet. So, wir fangen mit der ersten an. Letzter Platz tippe ich in dieser Saison. Ich bin mir natürlich nicht sicher, Leute, aber ich schätze, Dresden wird auf jeden Fall nicht letzter sein. Ich sag, Wiesbaden kommen. Hand auf Herz, Wiesbaden wird heute nichts mehr machen am Schluss. Man kennt heute 18. Da wird dann Wiesbaden. Vorletzter sage ich, wird Osnabrück, schätze ich nicht, wenn wir jetzt. Ich weiß gerade nicht die Tabelle, Digga. Aber ist jetzt auch egal. Ich sag einfach mal. Ach. Ich glaube, Karlsruhe ist auch weit unten, glaube ich.
Dresden auch. Hamburg ist. Oh, ich sag, Hamburg wird aufsteigen dieses Jahr. Nürnberg. Boah, Digga, das ist schwierig, Digga. Ich finde eigentlich alle stark in der Bundesliga, Bruder. Oh, Junge, ich. Ey, Bruder. Okay, Leute, bis jetzt sieht die Tabelle hier so aus. Erster, letzter hier. Na, Dings ist natürlich Spaden. Ich finde ihn nicht so gut. Ah, ich komm. Osnabrück, sage ich. Osnabrück. 17. ist Osnabrück. Auf den 16. sage ich, Leute, Relegation. Und leider, ich bin ja Fan ein bisschen davon, aber ich sag, Dresden wird bis zum 16. schaffen. Und ich setze auch, dass Dresden im Relegation spielen muss gegen Unterhaching. Deutsch, sage ich. Dann plötzlich, ja, Dresden. Na, das 16. Der 15. da haben wir, das ist eigentlich jetzt eine leichte Situation, führt es nicht so gut und ich sag Sandhausen. Bei den beiden ist halt das Ding, also ich sag, die, Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mir helfen könnt. Aber ich sag, führt macht nicht, führt für 15. Sandhausen wird dann 14. Leute, bis jetzt sieht so die Tabelle aus, kann man sich mal gehen lassen, Leute. Letzter Spawn, 17. Osnabrück, 16. Dresden, 15. Fürth und 14. Sandhausen. Ja, Leute, auf jeden Fall brauchen wir jetzt den 13. Platz. Ich sag, das wird, ist eigentlich eine klare Entscheidung. Karlsruhe, obwohl bei Darmstadt und Karlsruhe bin ich mir nicht sicher, aber ich setze Darmstadt, macht am Schluss noch eine gute Sache. Die sind auch gerade so ein 8. Platz oder so, darum setze ich Karlsruhe 13. und auf den 12. sage ich dann, und ich muss wirklich sagen, wird dann der FC Nürnberg, weil ich ja sag nicht, dass die hier noch in die Top 10 kommen, also an den 12. Platz hier der erste FC Nürnberg. Ja, Leute, so, und dann gleich 11. ist für mich, glaube ich, eine klare Entscheidung. Pauli kann was machen, also ich sag ganz ehrlich, Pauli. Ich sag Darmstadt, komm, Hand auf Herz, Darmstadt wird hier 11. Platz in der Tabelle. Darmstadt wird hier 11. Platz, erster Platz. So, das haben wir beim 10. Platz, Leute. Beim 10. Platz bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich sag, wir haben auf jeden Fall noch Bochum, Kiel, Hannover, Hamburg, Bielefeld, Aue, Heidenheim, Stuttgart, Regensburg, Kiel und Pauli. Ah, Bruder, ich sag, Pauli wird am Schluss, die waren letztes Jahr auch nicht so gut am Schluss mehr. Ich sag 10. Digga, 10. und dann 9. schätze ich Holstein Kiel. Ja, jetzt haben wir nicht mal viel übrig. Wie viel haben wir noch übrig hier? 4, 6, 8, 8 Mannschaften haben wir übrig. Leute, und ich sag jetzt auf dem 8. Platz in die Top 8, Leute. Wer hat in die Top 8 gesagt, sage ich. 8. Platz wird hier in der, nein, Spaß. Ich sag, 8. Platz hier in der zweiten Bundesliga wird auf jeden Fall, was ich jetzt schätze, ist der VfL Bochum, Leute. Weil wisst ihr, warum VfL Bochum 8. wird? Weil ich schätze, die sind ja auch gerade Mittel, Leute. Und ich sag, die werden so, Leute, also ist wurscht. So, 7. Platz wird heute, also sind schon in der Top 8. Und von denen bin ich eigentlich in dieser Saison gar nicht begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass die, ich habe, am Anfang waren die heftig, aber jetzt sind sie schlechter, haben auch jetzt verloren, haben, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, gegen Aue. Aue wird 7., sage ich, weil, ich sage, Bruder, die waren am Anfang so stark, aber jetzt, Bruder, läuft alles ab, darum setze ich, komm, 8. 7. weil ich schon fast alle Spiele gewonnen habe. So, jetzt haben, also jetzt wird es schwierig, Leute. Wir haben Regensburg, Bielefeld, Heidenheim, Hamburg, Hannover, Stuttgart. Ich schätze Regensburg. Leute, ich bin mir nicht sicher, ich schätze Regensburg. Regensburg wird auf den Platz 6 kommen vor Aue. Also auf jetzt, wer kommt in die Top 5? Das ist wirklich spannend, Digga. Bei den Top 5 bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, hab mir davor nochmal die Tabelle angeguckt. Und ich halt ganz ehrlich, ich glaube, 5. wird in dieser Saison Bielefeld, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich bei Heidenheim Bielefeld war ich mir nicht sicher. Aber ich sag, Bielefeld wird nicht aufsteigen, wird
am Schluss noch ein, zwei letzten zwei Spiele verlieren, schätze ich. Ich bin mir sicher. Aber, naja. So, jetzt haben wir Hamburg, Hannover, Stuttgart und Heidenheim da. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass Hannover es nicht schafft, Leute. Ich sag, obwohl bei Heidenheim. Leute, ich sag, vierter Platz heute in der zweiten Bundesliga wird der Heidenheim, Leute. Weil ich bin mir ganz sicher, ich kann mich nicht entscheiden, aber Bruder. Hannover, Digga, war so gut in der zwei ersten immer so. Bruder, ich kann nicht. Jetzt haben wir noch die, in die Top 3. Haben wir Stuttgart, Hamburg und Hannover. Die wohl eigentlich schon abgestiegen sind von der ersten. Was ist denn hier los? Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich. Was ich ganz ehrlich sagen muss und was ich sagen muss, ist, auf dem Platz 3 wird. Hannover, Digga. Ich sag ganz ehrlich, Hannover, Digga. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hannover erst. Was mir passiert, Leute? Was mir passiert? Was? Oh mein Gott, Leute. Ey, wie das gerade unscharf ist. Leute, könnt ihr das lesen? Ich glaube schon. Ey, das ist gerade so unscharf, Digga. Ich schwöre, Digga. Ups. Also ich sag ganz ehrlich. In den Top 2 wird auf jeden Fall zweiter Platz. Heute Hamburg oder Stuttgart nicht, ja, ganz klar. Ich muss es wirklich sagen. Schade für die Fans, aber Bruder, ich kann nicht anders. Ich glaube, die haben letzte Saison nicht so gut fast aufgestiegen, aber Bruder, das wenn sie zweiter Platz ist, ganz klar für ihn. Hamburg wird zweiter Platz, Leute, und der erste Glückwunsch an die ist. Also hier nochmal, hier dritter. In die Top 3 ist auf jeden Fall Hannover. Und natürlich stellt die scharf. Zweiter Platz heute ist Hamburg. Und auf dem Platz 1 Glückwunsch an die Nordwest. Nein, nicht Schwaben, glaube ich. Stuttgart. Es ist erster. Die steigen auf. So, jetzt kommen wir zum Top. Leute, ihr habt euch gewartet, Leute. Erste Bundesliga ist da. Wer ist auf den letzten Platz, wird in die zweite Liga absteigen. Das ist für mich eigentlich ganz klar, Leute. Also, was ich von der die Saison nicht gehofft hätte, aber Bruder. Ohne Max Kruse läuft gar nicht. Letzter Platz in der Bundesliga wird Werder Bremen. Leute, jetzt sagen bestimmt, warum Werder Bremen letzter. Warum tut man Werder Bremen letzter Platz tun, Leute? Leute, weil ich schätze Paderborn, die haben, also die sind gut, die haben nur die erste, an Anfang der Saison haben die fast alle Spiele gewonnen. Ist normal, wenn man normal in die Bundesliga kommt. Aber Leute, wenn wir jetzt gucken in der Mitte, die haben jetzt öfters gewonnen, Leute. Und ich schätze, dass sie es machen, Digga. Ganz ehrlich. So. So, was haben wir hier noch? Da haben wir ja, viele, 17 Mannschaften noch. Vorletzter Platz in der Bundesliga, schätze ich auch, wird Leute heute nicht im Pokal. Leute, nicht Schalke, nicht. Leute, ich sage ganz ehrlich, das wird heute zu Recht, Leute. Und ich schaffe, die werden absteigen. Und ich bin mir ganz sicher, Leute, ist die, Entschuldigung, das ist aber in der Nähe von Dresden. Union Berlin wird Vorletzter. Die werden absteigen, schätze ich, Leute. Warum die absteigen, Leute? Weil ich sag, die sind keine erste Bundesliga-Mannschaft, Leute. Leute, Entschuldigung an die Berliner Fans, aber es tut mir leid, aber ich sag Berlin, es ist einfach keine Erst-Bundesliga-Mannschaft. Es ist gerade zur zweiten. Sie haben die gute Saison abgeschlossen, aber ich schätze, es schaffen sie sowieso nicht. Und jetzt, dass sie zweite Liga absteigen werden, bin ich mir sogar ganz sicher, Leute. So, jetzt haben wir nicht mal viel Kappa. 16 Mannschaften noch. Kann man sich nicht entgehen lassen. So. Was ich auf jeden Fall an den Platz 16 sage,
ist auf jeden Fall die gerade letzte, sind Paderborn, Leute. Weil ihr wisst, warum ich Paderborn 16 mache. Die werden höher kommen und ich sag höher, werden sie aber nicht mehr kommen. Ich sag ganz klar Paderborn und ist mir auch sicher. Ich bin auch richtig gespannt, wer auf jeden Fall in die Top 10 kommt in der Bundesliga oder in Top 5. Top 5 ist halt, weil ich bin gespannt, wer die nächstes Jahr in die Champions League kommen wird. Bayern auf jeden Fall, Digga, tschüss. Ich glaube sogar Gladbach dieses Jahr auch. Gladbach kämpft über die Champions League, habe ich gehört. So, wen haben wir noch? Auf dem Platz 15 sage ich die. Die sind eigentlich gar nicht so gut in der Bundesliga und die haben auf jeden Fall. Die werden in der ersten Liga bleiben, aber so wie letztes Jahr, glaube ich, ist der Fortuna Düsseldorf, die auf dem Platz 5 sind. Die sind eigentlich schon mehr, Union Berlin ist eher eine Zweitligamannschaft, aber ich sag ganz ehrlich, Düsseldorf bleibt in der ersten, das ist eigentlich ganz klar, Leute, weil ich bin ja zu 100% sicher, dass sie heute dieses Jahr nicht absteigen werden. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das tippt, Leute. Aber Bruder, ich sag ganz klar, Leute. Auf dem Platz 14, Leute, ist mein Favorit, meine Mannschaft, Leute. Es tut mir aber leid, Leute. Ich sag, der FC Augsburg wird zu letztes Jahr eingeteilt, Leute. Ja, Leute. Weil ich einfach nicht schätze, dass die dass Augsburg wieder hochkommt. Schalke ist dieses Jahr besser und es ist einfach zu Recht, Leute. So, der 13. ist heute in unserem Video Mainz 05. Leute, ist ja ganz klar, Mainz wird Platz 13. Ich bin mir zu 100% sicher, sie sind so wie letztes Jahr. Kann man sich mal reinziehen, Leute. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Läuft das Video noch? Video läuft noch zum Glück, Leute. Da auf dem Platz 12 haben wir die guten Leiden. Gute Mannschaft, die man richtig gut gespielt haben. Der FC. Ja, der erste FC Köln. Leute, das ist komplett, Digga. Ich sag mal komplett nicht FC. Ersten FC Köln. 11. Platz, ganz klar. Mein guter alter Pudi Mannschaft ist der SC Freiburg. 10. Platz in der Bundesliga ist Hertha BSC. So, jetzt haben wir noch 10 Mannschaften. Hoffenheim, Schalke, Wolfsburg, Bayern, Gladbach, Leverkusen, Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Sind 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lol, warum 9? Hä? Was, warum sind es 9? Ach stimmt, ja, es sind 9, okay. Hab ich verzählt. So, Leute, auf dem Platz 9 ist der gute Alte, wo 6-0 leider verloren hat. PSG Hoffenheim! Leute, ich sag, die haben richtig gut gespielt, aber dann noch Beleidigung an die Trainer. Das ist einmal nur Scheiße gegen Bayern Hoffenheim, Bruder. Kann man nicht sagen. Auf dem Platz 8 ist der gute alte Wolfsburg. Leider nicht in der Europa League, sage ich. Ich sag ganz ehrlich, Wolfsburg wird dieses Jahr nicht in die Europa League kommen. In die Top 7 ist 7. Platz. Sind sich auch der Bayer 04 Leverkusen! Oh mein Gott, Koi. 6. Platz ist in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Leute, wir machen jetzt auf jeden Dings hier Eintracht Frankfurt. Man muss die ganze Leute, wenn ihr mehr Fußball-Challenges sogar sehen wollt, dann lasst dem Video gerne eine Bewertung da und like dieses Video und abonnieren nicht vergessen. So, auf dem Platz 5 in den Top 5 ist Schalke 04. Super Leistung dieses Jahr. Ich muss,
Ich muss wirklich sagen, Schalke hat dieses Jahr eine super Leistung gemacht. Muss ich wirklich sagen? Ja, zu Recht sage ich, Leute. Und ja, Leute, auf den Platz 4. In die Top 4. Glückwunsch, ich glaube sogar die Bären Top 4. Ist Borussia München. Gladbach. So, Leute, ihr wisst. Ja, Leute, hier, warte, zeige ich euch nochmal hier. Und Leute, in die Top 3 wisst ihr natürlich, ist Bayern, Leipzig, Dortmund, Leute. Und jetzt wird's richtig spannend, Leute. Ich weiß es nicht ganz, aber ich sag, Haaland wird einfach rasieren. Und ich sag, auf den 3. Platz wird heute und dieses Jahr sein. Tut mir leid, Leipzig, tut mir leid. RB Leipzig. Ihr Leute. Ja, Leute, ich sag nein, Digga. Tja, Timo Werner gegen Leverkusen hat kassiert, 1-1. Ich weiß. Aber bei 1 denke ich mir schon, Bruder, das wird nicht. So, Leute, und ihr wisst, 2. ist Dortmund. Und 1. Leute, es war ja Glückwunsch! Ja, Leute, also so sieht die Tabelle am Schluss aus, Leute. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen, Leute. Lasst auf jeden Fall.